Rotwein, das kann man derzeit im Weinmuseum auf der Freiburger Neuenburg erfahren, sollte aus roten Trauben hergestellt sein. Muss aber nicht. Da Rotwein in unseren Gefilden nicht die optimalsten Wachstumsbedingungen hat, half man sich in Sachen Farbe schon früher aus. Seit 1998 existiert im Museum Schloss Neuenburg auch ein Weinmuseum. Dieses Weinmuseum widmet sich der Weinkultur, besonders hier im Saale-Unstrut-Gebiet. Und wir haben versucht, Altes, Vergessenes zusammenzutragen, um diese doch recht alte, über 1000-jährige Weinkultur im Saale-Unstrut-Raum zu dokumentieren. Man kann sich in unserem Museum informieren über alte Rebsorten, alte Weinbergslagen, über Weinheilige, wie der Wein in der Medizin, aber auch in der Küche verwendet wird. Der Weinhandel wird beleuchtet, alte Berufe, die sich um den Wein ranken. Ebenso ist alte Technik zu sehen und hier im Weinmuseum zeigen wir auch die älteste, wahrscheinlich älteste europäische Weinpresse, die in Schönburg vor einigen Jahren gefunden wurde. Sie ist ein ganz besonderes Exemplar und zählt mit zu unseren Highlights im Weinmuseum. Ab und zu gibt es kleine Sonderausstellungen. Die jetzige widmet sich dem Thema Rotwein. Das Saale-Unstrut-Gebiet ist ja kein typisches Rotweingebiet, aber trotzdem werden hier 25% verschiedene Rotweine angebaut, die eine sehr gute Qualität aufweisen können. Deutschlandweit werden 36% Rotwein angebaut, sodass wir da immer noch ein bisschen hinterherhinken. Aber diesen besonderen Wein wollen wir hier auch vorstellen und man kann sich informieren, was an dem Saale-Unstrut-Rotwein besonders ist, überhaupt wie Rotwein hergestellt wird. Heute natürlich aus roten Trauben. Früher erzeugte man die rote Färbung durch Beigabe entsprechender Pflanzenteile. Die Weinerzeuger waren damals recht erfinderisch. Rotwein wächst hauptsächlich in südlicheren, in wärmeren Gebieten. Wir sind ja hier das nördlichste Qualitätsweinanbaugebiet. Der Rotwein hat es bei uns nicht ganz so einfach. Die Vegetationsperiode ist nicht ganz so lange wie im Süden. Die Sonne meint es nicht ganz so gut mit uns, sodass nur bestimmte Sorten hier reifen. Aber der Rotwein kann hier sehr gute Qualitäten erreichen. Er ist nicht so schwer wie der Rotwein im Süden. Doch hat unser Rotwein ganz spezielle Notentöne, die dann auch bei Verkostungen hervorgehoben werden, wo darauf aufmerksam gemacht wird. Und es ist eigentlich interessant, wenn man auch mal unsere Palette an Rotwein probieren könnte. Der Verein zur Rettung und Erhaltung der Neuenburg führt hier im Weinmuseum Verkostungen durch. Wir haben einen speziellen Schankbereich, wo man sich anmelden kann. Es gibt ein paar festgesetzte Verkostungen, ansonsten kann man sich informieren oder auch selbst eine Gruppe anmelden, um an einer Verkostung teilzunehmen. Also nichts wie hin zur Neuenburg. Wein kann man auch außerhalb der Feriensaison trinken.